Ich reise spontan dahin, wo ein zufälliger Passagier gerade herkommt. Also gehe ich heute zum Ankunftsgate am Flughafen. Okay, schaut mal, hier ist schon die Ankunftstafel. Frage eine zufällige Person, aus welchem Land sie gerade hergeflogen ist. Wo kommen sie gerade her? Und reise dann komplett spontan dorthin. Ich kann nur dankbar sein für alles, für diese Erfahrung. Wirklich. Dieses Video ist der Start meiner mit Abstand größten und aufwendigsten Videoserie. Es wird wirklich crazy. Viel Spaß. Freunde, 7 Uhr morgens. Ich stehe hier gerade am Flughafen Frankfurt, noch ohne Ticket und ohne Plan, wo es hingeht. Noch ohne Plan, denn in den nächsten Wochen werde ich um die Welt reisen, komplett bestimmt vom Zufall. Heute ist es ein zufälliger Passagier, morgen mein... Das nächste Reiseland wird immer völligst random bestimmt. Der Catch dabei, die ganze Reise endet erst, wenn wir, wann auch immer, wieder genau hier am Flughafen Frankfurt angekommen sind. Die genauen Regeln erkläre ich später. Jetzt starten wir erstmal unsere Reise natürlich am größten Flughafen Deutschlands. 500 Landungen am Tag, irgendwie alle 3 Minuten aus über 100 Ländern. Es geht also nicht viel zufälliger, als zum Ankunftsgate zu gehen und hier einfach eine random Person anzuquatschen. Übrigens, was habe ich eigentlich dabei? Ich habe hier so einen mittelgroßen 50 Liter Backpack dabei. Und weil ich überhaupt nicht weiß, wo es hingehen wird, habe ich eine fette Winterjacke dabei, wenn es in die Kälte geht. So, Friends, wir sind jetzt hier am Ankunftsgate. Damit ich mir jetzt nicht einfach irgendeine Person aussuchen kann, weil hier kommen auch viele gleichzeitig raus, werde ich die erste Person, die eine Cap trägt, die werde ich ansprechen. Wenn ich für ein Land kein Visa bekomme oder es ein Kriegsgebiet ist, frage ich die nächste Person. Außerdem nehme ich keine Inlands- oder Langstreckenflüge über 3.500 Kilometer. Im Laufe der Reise kommen wir schon so weit genug. Hallo, entschuldigen Sie, wo kommen Sie gerade her? Aus München. Aus München, ja, okay. Inlandsflug, ja gut, das ist schwierig. Die Frage, ob die jetzt alle hier aus München kommen, die jetzt hier rauskommen, oder ob da auch gemixte Flüge sind. Ich glaube, es sind gemixte. Nach wirklich langem Warten dann endlich ein zweiter Dude mit einer Cap. Hallo, Entschuldigung, reden Sie Deutsch? Mein Name ist Daniel, ich habe ein verrücktes Anliegen. Ich reise dorthin, wo der erste Passagier, den ich zufällig anspreche, gerade hergekommen ist. Und Sie sind der Glückliche. Wo kommen Sie gerade her? Ich komme aus Griechenland. Aus Griechenland? Ja. Woher genau? Aus Thessaloniki. Thessaloniki? Sind Sie gerade angekommen aus Thessaloniki? Ja. Ach, verrückt. Ja, dann fliege ich jetzt auf Thessaloniki. Wie heißen Sie? Ich heiße Irineos. Irineos hat mir deine Bucketlist mit 3 Dingen vorgegeben. Haben Sie 3 Tipps für mich? Was kann ich in Thessaloniki machen? Mit einem sehr besonderen Reiseziel. Kommst du aus Thessaloniki oder aus der Gegend? Ja, in der Nähe in Thessaloniki. Wenn du da gehst und sagst du, ich will der Präsident von diesem Dorf, dann kommt mein Bruder. Das ist mega, das ist perfekt. Genau also, das habe ich mir gewünscht. Und damit beginnt unsere Mission. Mission El Presidente. Schaffen wir es bis in das Heimatdorf von Irineos und finden wir dort wirklich seinen Bruder, den Präsidenten? Dafür müssen wir überhaupt erstmal nach Griechenland kommen. Ich habe gesehen, es gibt einen Flug jetzt in einer Dreiviertelstunde. Hi. Nach Thessaloniki gibt es heute einen Flug? Ja. Schon zu? Shit. Der Flug war leider schon weg. Deswegen musste ich nochmal im Internet schauen. 147 Euro um 18:30 Uhr. Mega. Davor aber nochmal zu den Regeln dieser Random-Reise. Nummer 1. Das nächste Reiseziel wird immer zufällig bestimmt. Nummer 2. Es darf kein Reiseland doppelt besucht werden. Und Nummer 3. Die Reise endet erst, wenn wir wieder genau hier am Frankfurter Flughafen angekommen sind. Eine Ausnahme gibt's. Wenn wir es nicht zufällig nach Deutschland schaffen, darf ich einen letzten Joker ziehen. Mit diesem darf ich zurück nach Frankfurt reisen. Aber... mit einem großen Aber, das Ganze ohne einen Cent auszugeben. Und das, von wo auch immer ich dann sein werde. Und damit rein in den Check-in und ab nach Griechenland. Schnell noch ein Hostel gebucht und ab ins Flugzeug. Ciao, ciao Frankfurt. Mal schauen, wann wir uns wiedersehen. Guten Morgen, Griechenland. Thessaloniki liegt hier. Im Nordosten Griechenlands. Mit knapp über 300.000 Einwohnern ist es die zweitgrößte Stadt des Landes. Und die erkunden wir jetzt mal ein bisschen. Zuerst gab es Frühstück. Yes, sir. One of these and one of these. Okay. How do you call this? The name? Kuduri. 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 Right. Wir haben jetzt einen kleinen Snack, kleinen Frühstücksnack geholt. Diese Sesamkringel feiere ich auch immer in Deutschland. Und noch so ein anderes Sesamgebäck hier. Ist gefüllt mit Feta, geil. Für 1,50. Kann man nicht meckern. Und Freunde, hier it fucking is. Das Meer. Geil. Haben wir es direkt an unserem ersten Ort ans Meer geschafft. An Sehenswürdigkeiten gibt es sonst noch das Römische Forum, den Weißen Turm, das Wahrzeichen von Thessaloniki und einen Riesenmarkt mit Kleidung, Gewürzen und allem, was man braucht. Ich habe Bock auf was Süßes. Mal schauen wir mal hier vorbei. What exactly is this here? No English, thanks. Sweets, Kakao. Okay, please, one please. Ich weiß nicht genau, was es ist. Sie konnte kein Englisch, aber sie hat gemeint, es ist Kakao drin auf jeden Fall. Es ist übel süß. Ich werde später mal nachschauen. Beziehungsweise ihr fahrt jetzt. Where are you from? Germany, where are you from? I'm from Kingston, Jamaica. Kingston, Jamaica. You make a video? Yeah. Okay. It's okay. I would have liked to talk to you more, but I think you can off the video. Ah, okay, you want? Okay, off the video. I know why. Okay, thank you.
nur auf Video will er mit mir reden. Ich hatte vorhin schon gehört, dass er den anderen Jungs da schon ein bisschen was verkaufen wollte. Yes, what is it? Salepi. It is made from a herb. Orchidee. You know this orchidee? Ah, yeah, yeah. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Ciao, ciao. Alright, Freunde. Das ist Salepi. Er hat gemeint, es wird aus Orchideen gemacht und soll gut für das Immunsystem sein. Schmeckt nach Weihnachten irgendwie, wegen dem Zimt. Zeit, den ersten Punkt von Ireneos Bucketlist abzuhaken. Klar, also die lokale, also Essen. Aber dafür brauchte ich noch eine Local-Empfehlung. I've got a question. What is your favorite restaurant? It's called Contrabando. Contrabando. Thank you very much. Also direkt mal dorthin. Ah, hallo. I will sit down outside and you just bring me your favorite meal. Okay. Choose whatever. Thank you. Can you explain what it is? Chicken. Okay. And bacon marmalade. Ah, nice. Okay, thank you very much, my friend. Dieser Dude hat meine Kamera gesehen und gefragt, wie mein Kanal heißt. Daniel NGL. But in German, you know, but... I can understand. You speak German? Yeah, yeah. Sprichst du Deutsch? Ja, natürlich. Ach so, ja. Hier sind wirklich viele, die Deutsch sprechen. Griechen, also, ja, Griechen. Also in Deutschland ist eine große Gesellschaft. Ja, krass. So, guten Appetit, ne? Danke, ja, danke. Ciao. Also, guten Appetit, Friends. Boah. Ist übelst zart. Geil. War sehr geil. Ich gebe dem Ganzen eine stabile 8,5 von 10. War sehr lecker. Um noch mehr Randomness reinzubringen, habe ich mir dann ein Taxi gesucht. I just would like to give you 5 Euro and you bring me to your favorite spot in the city. Like a non-touristic place. Dumba Stadium, you know, Dumba Stadium. Park. Und damit ist der zweite Bucketlist-Punkt zufällig auch abgehakt. Gibt's den Park? Die sind die allerschlimmsten. Da ist auch gut, wenn du das besuchst. Hier sind wir am Stadion von Park. Thessaloniki. Und ich habe keine Ahnung, warum hier Stuttgart steht. Ist vielleicht eine Fanfreundschaft? Hi, is it possible to enter the stadium? I think no. You are a fan of, a supporter of PAOK? Yes, of course. I just heard the fans are crazy. Yes, like, of course. how is PAOK now? First place. First place? Yes, first place. Ach, für den Abend hatte ich ja auch noch eine Empfehlung. What is your favorite place here in the city? Called Mavili Square. This has like a couple of bars. Also mit ein paar Leuten aus dem Hostel direkt dorthin. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Bar. Auf geht's! Wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Bar, die Alex abgeholt hat. Ich habe hier die drei aufgegabelt im Hostel. Wir sind lustigerweise genau alle aus einem Raum. Yeah, Taproom is the bar that she recommended. Yeah, okay, let's go to Taproom. Wie der Zufall so wollte, gab's in der Bar Craft Beer. Und wir hatten Experten dabei. I have a goal, I'm going to try 1000 different beers in my life. Where are you right now? How many? 100? Damn, fair. In den nächsten Folgen geht's echt noch in ein paar crazy Länder. Also abonniert gerne, um das nicht zu verpassen. Good morning, friends. Wir haben heute unsere Main Quest zu erledigen. Wir gehen auf Mission. El Presidente. Und damit begann unsere halbe Weltreise durch das Hinterland von Griechenland. Zuerst mit dem Taxi zum Busbahnhof. Here we are. Jetzt geht's nach Sedes. Weiter mit dem Bus nach Sedes, der nächstgelegenen Stadt. Im Bus waren nur Griechen und ich. Hier findet man gefühlt überhaupt kein lateinisches Alphabet mehr. Also mit dem Lesen von irgendwelchen Schriften schwierig. Doch am Busterminal dann die Ernüchterung. Ah, 6:30. So in 4 hours. Der nächste Bus nach Flaburu kommt hier in 4 Stunden. Das heißt, wir fahren jetzt nach Negrita. Das ist das nächstgrößere Kaff daneben und müssen dann von dort irgendwie dorthin kommen. Das ist jetzt wirklich schon eine extrem, extrem random, spontane Action. Im Grunde weiß ich nur, dass es irgendwo hier ein Dorf gibt, was Flamburu heißt. Und dass es dort einen Typen gibt, der kommen soll, wenn man nach dem Präsidenten fragt. Und der heißt Maximus. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie reagieren die Dorfbewohner auf mich? Werden sie nett sein? Oder haben sie vielleicht gar keinen Bock auf mich? Yes, so. Hi, nice to meet you. I need to go to Flamburu. You live there or you are in a trip? It's a longer story. Do you want to hear the long story? I don't have a problem. Dann also erstmal die ganze Story erklärt. So he just came from Flamburu. Do you remember? What is his name? Ireneos. Ireneos. Ireneos, his brother is Maximus. Oh, to Maximus. You know Maximus? Yes, yes, yes. Really? Police officer. Yeah, police officer. Yes, yes, yeah, yes, I know that guy. He always used to chase us with the police patrol. No way, yes, no way. Yes, yes. Do you want to drink something? You can stay with us if you want. Why not? What are your names? But sorry. Yanis. Thomas. Sebastian. Sebastian. Daniel. Nice to meet you. Drink this. You will try some ouzo. It's strong. Just let you know that it's strong. So I'm scared. It's homemade. Uh-huh. Okay. Yamas. Boy, it's really strong. Yes, really strong. I told you so. It's very yummy. Just let you know that. You will want to try in a second one. The best vlahi. Where? I want live reaction. It's crispy outside. It's nice, smooth inside. It's really good. Do you want to call you in a taxi later to Flamburu? Yeah. He's our guy. We know. Ah, you know, guy. Yes. So okay. He will treat you better. Thank you very much. This was a pleasure. I hope your trip will be the best of your life. Thank you very much. Mit dem Taxi ging's dann direkt ins Dorf. Hello.
You know Maximus? Yeah. Go to the home Maximus. Yeah. Yeah, Leo, to Maximus, to speak to you. Yes, sir. I'm a friend of Irenaeus. Von welcher Stadt kommen Sie? Ah, Sie sprechen Deutsch. Ja. Perfekt. In dem Moment wurde mir klar, die Frau von der kann Deutsch. Das muss Maximus' Frau sein. Hier bin ich richtig. Thank you very much. How much do I owe you? Taxi ist schon bezahlt. Taxi schon bezahlt? No, 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 no. I need to know. I need to pay. I need to pay. No, for real. Ja. Das ist eine lange Geschichte. Darf ich rauskommen und sie Ihnen erzählen? Okay, super. Maximus' Frau wusste von nichts. Also habe ich versucht, die ganze Story irgendwie halbwegs sinnergebend zu erklären. Hatte aber noch kein Flugticket. Und trotz des Ganzen wurde ich wirklich extrem offen und gastfreundlich empfangen. Und dann endlich, nach einer random Begegnung, einem Flug durch ganz Europa, unzähligen Bussen und Taxis, stehen wir vor ihm. Maximus, dem Bruder von Irenaeus, yes, El Presidente. Maximus. Daniel. Yes. Maximus. Nice to meet you. Aber ich fand's lustig. Irenaeus am Flughafen hat gesagt, ich soll einfach nach Flamburu gehen, nach dem Präsidenten fragen. Kannst du ihm erzählen? Und dann finde ich Maximus direkt. Dürfte ich ein Bild aufnehmen, um an Irenaeus zu schicken? Der Maximus meint, wenn du heute nicht gehen willst, du kannst hier bleiben für eine Nacht. Ist kein Problem. Wirklich? Ja. Das war natürlich super lieb. Leider wollte ich am nächsten Morgen aber schon weiter. Dafür aber erstmal eine Dorfrundfahrt vom Chef höchstpersönlich bekommen. Aber schöne Häuser hier, ohne Witz. Auch große Häuser hier, viele, schaut mal. Richtig Dorf hier, mit dem Traktor. Schön da hinten die Berge. Thank you very much, ja, danke. Und direkt weiter zu einer Feier mit gefühlt dem halben Dorf. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Daniel, freut mich. Dankeschön. Daniel, setz dich hin. Willst du was trinken? Bier. Danke. Statt Bier gab es dann griechischen Kaffee. It's nice. Und während der Chorprobe habe ich einen kleinen Einblick in die Kultur des Dorfs bekommen. Die ganzen Kleidung, das ist von unserem Dorf. Und der Tanz ist auch von Flamburo. Spontan ohne Ticket zum Flughafen und 3 Tage später auf einer random Chorprobe in einem griechischen 1000-Einwohner-Dorf gelandet. Und Wahnsinn, wie nett ich hier aufgenommen wurde, ohne Witz. Besser hätte diese Reise nicht enden können, ohne Scheiß. Ciao, ciao. Ciao. In der nächsten Folge. Wir gehen direkt rein und fragen direkt die erste Person, die wir sehen. It's a really cool destination. Eine Nacht, Freunde, wir verlassen die EU. Hello, Germany.